Ich kann nur allen Schülern und Schülerinnen raten, genau diesem Erkenntnisstreben zu folgen, denn es macht unglaublich viel Spaß, etwas zu erkennen. Es macht Lebensfreude, die man niemals durch irgendwelche Drogen oder so ans was gewinnen kann, sondern durch die aktive Benutzung unserer Erkenntnisvermögen. An dieser Stelle, wo ich das Wort Erkenntnisvermögen benutze, fällt mir ein, dass der Erste, der eine solche Bewusstseinstheorie gemacht hat, Immanuel Kant war. Immanuel Kant hat nämlich folgende Erkenntnisvermögen unterschieden. Die Sinnlichkeit, den Verstand und die Vernunft. Naja, die Sinnlichkeit ist offenbar das Wahrnehmungsvermögen. Der Verstand ist das Erkenntnisvermögen. Und in der Vernunft sind miteinander kombiniert die verschiedenen Vermögen, eine Gefahr abzuwenden, also eine Maßnahmefunktion. Und insbesondere natürlich auch diese Funktionen alle miteinander zu verbinden. Jedenfalls bei Kant ist das so. Nicht? Also insofern scheint es eine Erweiterung des Kantschen Systems zu sein, wenn wir den Bewusstseinsbegriff so definieren, wie ich es getan habe. Was ist nun mit unserem freien Willen los? Der Wille, den wir in uns spüren, ist offenbar in jedem Fall ein Erhaltungswille unserer eigenen Existenz. Wir Menschen allerdings sollten durchaus unsere äußere Existenz unterscheiden von unserer inneren Existenz. Die innere Existenz, aus der heraus wir unsere Pläne machen, heraus wir entscheiden können, was sinnvoll ist zu tun und was weniger sinnvoll ist zu tun. Und diese innere Existenz ist sicherlich das Wichtigere, weil bei den Menschen, deren innere Existenz zusammenbricht, auch die äußere Existenz allzu oft verloren gehen, etwa dadurch, dass sie sich selber töten. Auch das ist denkbar. Auch das passt in dieses gesamte System hinein. Wie steht es nun mit diesen eigentümlichen Messungen, die Gehirnphysiologen gemacht haben? Da haben die Gehirnphysiologen etwa gemessen, dass jemand, der auf Vereinbarung eine bestimmte Handbewegung machen sollte, Bescheid sagen sollte, wann er den Willen gefasst hat, diese Handbewegung zu machen. Und dann haben sie festgestellt, dass etwa 150 Millisekunden, bevor er selber sich entschlossen hatte, das zu tun, vergangen sind, oder vorher schon, 150 Millisekunden vorher, schon Gehirnaktivitäten zu messen waren. Und deswegen haben sie geschlossen, es wäre der Entschluss, das zu tun, schon vorher im Gehirn gefallen. Aber was ist denn hier passiert? Wir haben hier einen ursprünglichen Willen, nämlich den Willen zur Erhaltung des Gesamtsystems, zu unterscheiden von den abgeleiteten Willensformen. Und so würden ja die Leute, mit denen man diese Messung gemacht haben, dafür etwas bekommen haben. Und sie machen das deshalb, weil sie damit ihre äußere Existenz sichern können. Sie kriegen Geld dafür. Und was wird passieren, wenn sie da sitzen und nun ja plötzlich dann frei sich entscheiden sollen, etwas zu tun? Dann fällt ihnen ein, ach ja, ich sollte da ja noch was machen. Das sagt ihnen nämlich der ursprüngliche Wille, die Existenz zu halten. Und dann machen sie es. Und das ist die Stelle, die vorher schon gemessen wird. Weil das nämlich der ursprüngliche Wille ist, das ist so ähnlich, wie wenn wir mit dem Auto fahren wollen, dann sollten wir ja erstmal den Motor anschalten. Und damit ist natürlich noch nicht geklärt, wohin wir fahren wollen. So wie etwa Benjamin Libet meint, behaupten zu können, dass nur das Feststellen von Gehirnaktivität schon bedeutet, dass der Entschluss schon vorher gefallen ist. Nein, es ist nur die Erinnerung, du sollst doch hier noch was machen. Ja, und so ist es plötzlich ganz einfach, das Experiment, was er da gemacht hat, ganz anders zu experimentieren, zu verstehen. Und nun zeigt sich noch Folgendes. In der Entwicklung des Bewusstseins wird es so sein, dass die Zellen, die sich
zu einem großen Zellverband zusammenschließen. Dass sie das deshalb tun, weil sie dadurch einen Überlebensvorteil haben. Dadurch müssen sie aber zugleich einen unterwürfigen Willen oder auch ein unterwürfiges Bewusstsein ausbilden, denn sie müssen natürlich sich so verhalten, dass das Ganze auch erhalten bleibt. Und diesen unterwürfigen Willen, den kennen wir alle. Etwa bei den Herdentieren ist er da. Da gibt es immer jemand, der die Herde anführt und alle anderen müssen sich dem fügen. Aber auch bei allen Tieren, die eine Kindheitszeit entwickeln, da ist es selbstverständlich so, dass die kleinen Nachkommen sich nach dem Willen der Eltern richten. Auch bei uns Menschen ist das so, auch wenn diese Zeit immer kürzer zu werden scheint. Aber ich möchte meinen, doch bis 3 Jahren etwa ist das so, noch immer. Ich kann mich gut entsinnen, dass meine Kinder im Kindergarten haben, wo sie dann plötzlich doch damit ankommen und sagen, na Papa, du bist nicht der alleinige Bestimmer hier. Da fängt das dann an. Nicht? Nun, es ist offenbar so, dass das Bewusstsein, was die Menschen durch die biologische Evolution bekommen haben, schon sehr weit zurückliegt, nämlich ein unterwürfiges Bewusstsein, welches mit dem mythischen Bewusstsein zusammenfällt, wo die Menschen offenbar damals sich ausgeliefert sahen, einer übermächtigen Natur, wo sie eine Überlebenssicherheit nur dadurch gewinnen konnten, wenn sie für sie selbstverständlich ist, dass es da Mächte gibt, zu denen sie einen Kontakt haben, die genau diese Wirksamkeit der Natur herstellen, bewirken, denen sie ausgeliefert sind. Und wenn sie dann zu diesen Gottheiten, wie wir sie heute nennen, Kontakt haben konnten, dann konnten sie damit ihr Leben sichern. Und das waren die ersten Bewusstseinsformen, die es gab. Mythisches Bewusstsein. Und aus diesem Bewusstsein hat sich über viele kulturelle Entwicklungen, die man etwa nachzeichnen kann, bei den sogenannten Vorsokratikern im antiken Griechenland, allmählich das entwickelt, was wir heute ein Individualitätsbewusstsein nennen. Sokrates wird es schon gehabt haben, vermutlich. Warum ja auch es vernünftig war, diesen Vortrag zu halten bei dem Sokrates-Universitätsverein. Aber es waren nur ganz wenige Menschen zu dieser Zeit. Es ist aber ganz sicher, dass unsere Kinder, wenn sie heranwachsen, erst einmal dieses mythische Bewusstsein haben und dass es dann eine große kulturelle Leistung ist, bis dahin, dass die Kinder schließlich auch ein Individualitätsbewusstsein, gekoppelt sogar mit einer Vorstellung von Selbstverantwortlichkeit für das eigene Leben, entwickelt haben. Und das ist eine unglaubliche Verschaltungsleistung in unserem Gehirn. Und wenn nun etwa Benjamin Libet feststellt, dass das bewusste Erkennen etwa 500 Millisekunden dauert, dann können wir verstehen, warum das so ist, weil nämlich diese Verschaltungsleistung der Einschaltung des Individualitätsbewusstseins diese Zeit in Anspruch nimmt. Und dann erst ist es da. Es ist ja eine unglaubliche Leistung, die unser Gehirn dazu verbringen hat. Und insofern ist es vernünftig, die Begriffe etwas genauer zu prägen, zu bestimmen. Und ich möchte dafür plädieren, dass Gehirnphysiologen und Philosophen sich zusammensetzen und aufgrund von genaueren Begriffsbildungen das, was sie dort messen können, dann genauer ausrichten können. So kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir natürlich noch eine Fülle von weiteren Begrifflichkeiten fassen müssen, prägen müssen, damit dieses komplexe Phänomen des Individualitätsbewusstseins überhaupt bestimmt werden kann. Und es wird sicherlich so sein, wenn wir die Experimente